Here we go. Wir sind auf der Veranda, haben uns hier gemütlich gemacht auf der Couch. Zu unseren Füßen Milo, heute in den Hauptrollen Katie und Norman. Katie hat gesagt, mach ein kurzes Intro. Ja, das gelingt mir immer nicht. Katie, du hast einen Workshop gemacht in den letzten, ich glaube, 2 oder 3 Wochen war es. Letztes Wochenende war ich bei einem Workshop. Ist erst 5 Tage her. Wow. Bei uns passiert so viel jeden Tag, dass ich es gefühlt vor 2, 3 Wochen war. Letztes Wochenende, tatsächlich. Ich war ja eigentlich dabei. Also nicht dabei. Direkt, aber indirekt. Und diesen Workshop haben wir mit aufgezeichnet. Und den würden wir gerne in den nächsten 2 Folgen für euch auch veröffentlichen, weil es echt ein super spannendes Thema war. Es ging um Windows of Tolerance, Stressfenster, Toleranzfenster, warum manche Menschen Erfolg nicht so gut aushalten, Stress nicht so gut aushalten und vor allen Dingen Lösungsansätze, ganz, ganz viele Tipps. Also ich finde den echt, ich war total happy, als ich da rausging und auch alle Teilnehmer, bin super gespannt, wie es allen geht, die es jetzt hören. Genau, wir werden natürlich keine Teilnehmerstimmen hören, sondern nur den Vortrag von Katie. Der geht circa 1 Stunde roundabout und wir werden daraus 2 oder 3 Teile machen und die hintereinander weg. Also ihr braucht keine Tage warten, sondern hintereinander weg die Podcast-Folgen dazu veröffentlichen, sodass ihr so in 20, 30 Minuten Slots den Content haben könnt. In diesem Sinne, viel Spaß nun mit der ersten Folge. Ciao. Mindshift. Meistere erfolgreich die Herausforderungen in deinem Leben und folge der Einladung zu einem Perspektivwechsel. Erkenne das Potenzial deiner Persönlichkeit und befähige dich selbst, glücklich und erfolgreich zu leben. Von und mit Katharina und Norman. Was man da oder was ich gelernt habe, ist, ich habe in meinem Kopf so eine Spule, die sagt immer, geht nicht, gibt's nicht, geht nicht, gibt's nicht, geht nicht, gibt's nicht. Und das Erste, als der Verlag gesagt hat, na, wir bringen das als Zweites raus, könnte man vielleicht was anderes machen, gab's diese Stimme, die gesagt hat, na, geleck, wie soll ich denn das machen? So, österreichisch. Der sagt halt, nicht geht, nicht gibt's nicht, der sagt, geleck, wie soll denn das funktionieren in 3 Monaten, 250 Seiten. Und dann wurde ich kreativ und haben mir gedacht, na, du redest ja den ganzen Tag, ja, und du redest irrsinnig viel, dann nimmst halt alles auf. Und das ist ziemlich praktisch, weil es gibt Menschen, die verdienen ihr Geld damit, das, was jemand anderer sagt, einfach zu verschriftlichen. Also auch für euch, wer möchte ein Buch mal schreiben und sagt, ich habe keine Zeit, es geht sich nicht aus, wie soll ich das machen? Und einer der größten Glaubenssätze ist, es veröffentlicht eh keiner. Ja, also es macht ja, also bei mir war es so der Verlag, es waren 2, die kamen auf mich zu und ich konnte es mir aussuchen, aber es hat 12 Jahre gedauert. Ne? Also am Anfang habe ich mir auch gedacht, jetzt gibt's ja Facebook und Social Media und ihr könnt es ja voll in Turbo drücken und je mehr ihr nach draußen geht und zeigt, was ihr macht, desto eher und wahrscheinlicher liest das auch jemand, der sagt, Mensch, das ist ganz gut, ganz toll, da machen wir was draus, das wollen wir teilen. Ich wurde eingeladen von Monika und Marina, wahrscheinlich deshalb, weil sie wissen, dass keine von euch in eine Schablone passt und keine von euch in irgendein Raster passt, was wir alle aber so gern hätten. Ja? Und wenn ich etwas gelernt habe, dann ist es, dass jede von uns einzigartig ist und dass das Seelengeflecht ein unglaublich kompliziertes Konstrukt ist, wo man nicht einfach dran rumschnippelt, weil man sagt, ich habe jetzt gerade mal Lust, dass ich dich da jetzt therapiere und dir zeige, wie dein Leben viel besser wäre, wenn ich in deinem Leben bin. Ja, sondern das weißt du in der Regel eh selber, wohin du möchtest oder manchmal auch nicht. Und dann braucht es jemanden, der sich auf dich einlässt. Und was ich heute machen möchte mit euch, ich möchte einen Mindshift machen, dass du merkst für dich, ich brauche den absoluten Perspektivwechsel auf mich selbst, auf mein Leben, auf andere, auf das, was möglich ist, damit ich das, was ich wirklich will, auch möglich machen kann. Und das passt nicht mehr in eine Schablone. Weißt du, wir haben uns alle in einen Raster reingepackt seit klein auf. Ja? Da sagen die Mama, sagt, ja,
die ja, na, das ist unsere Laute, die redet, oder bei dir war das so, gell? Ja, die hat immer einen Schnabel offen, die redet immer. Und dann bist du in so einem Raster drinnen und merkst, ja, ist das jetzt gut oder ist das schlecht? Der eine findet es toll, der andere sagt, jetzt halt einmal deinen Mund, sei mal ruhig. Und irgendwie hast du diese Spulen über dich selbst im Kopf, bist zu dick, bist zu klein, bist zu groß, zu schlank. Immer gibt's irgendwas, wo man sagt, ja, bin ich jetzt richtig so, wie ich bin? Und das Faszinierende ist, dass wir Menschen immer Schubladen brauchen und Schubladen wollen, weil es Orientierung gibt, weil es Halt gibt. Aber Schubladen sind extrem eng mit der Zeit. Vor allen Dingen, wenn man schon über 40 ist, ja, ich meine, mit Mitte 20 ist auch genug drin, aber über 40 hast du eine gescheite Rumpelkammer da vor dir und denkst dir, das ist eine Gruschkiste. Was gehört da überhaupt rein und was gehört raus und bin das wirklich ich? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber bei mir ist es so, ich muss mich immer wieder fragen, bin das, was hier gesagt wird, wirklich ich? Passt das zu mir? Passt das zu dem, wer ich sein will? Und wenn du dir sagst, mein Gott, jetzt war ich 15 Jahre angestellt, wer will selbstständig werden von euch? Und du denkst da, naja, selbstständig ist anstrengend, das ist furchtbar viel Arbeit und das ist irrsinnig, ja, eigentlich will ich das gar nicht, dann ist das eine Schublade. Es ist eine Schublade über das Angestelltensein, es ist eine Schublade über Selbstständigkeit. Wenn du sagst, oh, von Männern habe ich echt die Nase voll, jetzt habe ich schon 2-3 Mal probiert, alles pfeifen, ihr versteht's mich, oder? Dann ist das eine Schublade, ist das richtig? Es gibt ja auch Männer, die durchaus total super sind, ist auch eine Wahrheit. Und ich möchte euch dazu einladen, eine andere Form der Wahrheit über dich selbst und das Leben da draußen und über den anderen herauszufinden, kennenzulernen. Und das geht nur durch einen Perspektivwechsel. Wir müssen in der Lage sein, die Perspektive zu wechseln. Wenn ich mit jemandem einen Konflikt habe, dann löse ich den nicht, wenn ich bei mir auf meinen Standpunkt weiter beharre und da stehen bleibe. Ja, das ist ungefähr so, wie wenn... Magst du dich mal kurz daherstellen und du dich daherstellen? Was siehst du? Was siehst du? Wer hat recht? Beide. Ihr könntet jetzt ewig diskutieren, oder? Und was brauchst du, damit du siehst, was der andere sieht? Ihr müsst jetzt einmal tauschen. Genau. Den Platz tauschen. Ihr müsst einen Perspektivwechsel einnehmen. Und das gelingt uns aber im Alltag so schwer. Weil wir immer dastehen und sagen, das ist eine Sex. Du verrückte Nudel, was redest von einer neuen? Bist du gestört? Ja? Oder hast das nicht gescheit gelernt? Und das machen wir aber, vielen Dank, auch mit uns selbst. Wir erzählen uns 1000 Geschichten über uns selbst und wagen es nicht, die Perspektive zu wechseln. Ich bin ja immer wieder erstaunt darüber, wie man sich selbst betrachten kann und wie andere Menschen einen betrachten. Vielleicht geht dir das auch so, dass eine Freundin zu dir kommt und sagt, sag einmal, was sitzt denn jetzt da und jammerst und weinst und bist fertig? Du bist eine wundervolle Frau und du bist total liebenswert. Und du selber sitzt aber in deiner Höhle und denkst, es stimmt alles nicht. Warum? Weil wir immer den Pickel sehen anstatt das Gesicht. Ist so, gell? Und wo haben wir das gelernt? Wir haben ja ein fantastisches Schulsystem, nicht? Das wurde in der Industrialisierung irgendwann mal vor über 100 Jahren, hat das eine gescheite Österreicherin eingeführt, die Sissi. Und die hat sich gedacht, Mensch, wir geben jetzt die ganzen Kinder in eine Schule, damit wir einen Bildungsstandard gleich haben. Raster, Schubladen, für alle gleich. Das war damals extrem wichtig und sehr, sehr hilfreich. Und in vielen Teilen der Welt ist es auch noch hilfreich, weil die Alternative eine ist, mit der wir absolut nicht leben können. Aber es wurde nicht angepasst. Die Perspektive wurde nie gewechselt. Es wurde nicht gesagt, Moment, wo leben die Menschen jetzt? Wie leben sie jetzt? Wie denken sie jetzt? Und was haben wir damals gelernt? Und deswegen haben wir so große Angst vorm Scheitern, davor zu versagen, davor Fehler zu machen. Ein Fehler und das ganze Leben ist vorbei. Ist das wirklich wahr?
ist eine der Hauptfragen, die wir uns immer stellen müssen. Wenn du einen Glaubenssatz hast, wenn du etwas in dir trägst, was dich blockiert, was dir Angst macht, frag dich, ist das wirklich wahr? Byron Katie hat das so ganz toll gemacht, ihr habt sie ja auch im Podcast. Die hat gesagt, das ist the work, sie hat es Arbeit genannt. Ja? Und es ist wirklich Arbeit, sich zu hinterfragen. Ist das wirklich wahr? Stimmt das wirklich? Ist das die Perspektive, die hundertprozentige Wahrheit über mich, mein Leben und die anderen darstellt? Oder muss ich, bin ich sogar gefordert, und wenn es nur ein kleiner Millimeter ist, oder manchmal muss man auch 3 Meter gehen, um die Perspektive zu wechseln, bin ich gefordert, dies jetzt zu tun? Und ich sage euch eins, das habe ich gelernt, das Leben klopft manchmal, manchmal klingelt es zu einem Perspektivwechsel, dann schupft es uns ein bisschen, aber manchmal tritt es uns auch so ordentlich in den Arsch, dass wir glauben, wie ja, jetzt kann ich nicht mehr aufstehen. Und es führt immer dazu, dass wir eine andere Perspektive einnehmen müssen. Und das ist unser Hauptjob. Und ich würde euch jetzt so unfassbar gern sagen, dass die Entscheidung, heute hier zu sein, morgen hier zu sein, den Rest deines Lebens so verändern wird, dass du nie wieder was machen musst. Ich hätte diese, also es grenzt ja schon an Hexerei, nicht? Und ich meine, vielleicht sind einige von uns auch im früheren Leben mal Hexen gewesen, aber dieses eine Rezept, ja, hat doch noch niemand von uns gefunden. Ist das die Wahrheit? Was wird, also es ist eine Wahrheit, was wird aber da draußen suggeriert? 21 Tage. Und du siehst top aus. Und 21 Tage sind jetzt ganz neu. Früher hat man 6-Monats-Programme gehabt, 9-Monats-Programme, 12-Monats-Programme. Jetzt habe ich gelesen, hey, wir haben mit nur einem Webinar in 5 Stunden 7 Millionen Umsatz gemacht. Das kannst auch du. Und was wird uns suggeriert? Es gibt diese eine Formel, diesen einen Schnipser. Und wenn ich den endlich habe, diesen einen Kniff, dann ändert sich alles. Und ums Verrecken tun wir alles dafür, um diesen einen Kniff zu finden. Um dann festzustellen, einer von vielen. Passt er zu mir oder passt er zu dir oder eher zu dir? Aber es ist einer von vielen. Das Leben ist ein Prozess. Ich kann euch heute nichts anders erzählen. Ich würde so gern, wenn ich die Fee kennen würde, ich schwör's euch, ich würde dir alles geben, damit sie heute hier steht und einmal so schwingt. Und ihr wahrscheinlich auch. Und das, was Menschen am meisten ausbrennt, ist, nach dieser Fee zu suchen. Ich arbeite jetzt als ich 18, 19, habe ich mein erstes Seminar gegeben, weil meine Mama Psychotherapeutin ist und mich überall hin mitgeschleift hat, überall hin. Und ich habe eins gesehen bei Menschen, sie stehen an einem Punkt im Leben und sagen, ich will aber dahin. Da will ich hin. Und ich bin aber hier. Wie komme ich denn dahin? Und was wir alle wollen, ist die Seilbahn dahin. So schnell es geht. Deshalb boomt diese Industrie gerade so. Ja, da draußen wird euch erzählt, bucht diesen Kurs und ihr habt alles, was ihr braucht. Das ist nicht die Realität im Leben. Es wäre schön, aber es ist keine Realität. Und was frustriert mich am meisten? Wenn ich denke, ich habe den Kniff gefunden, pack ihn, nimm vielleicht einen Kredit auf, ja, oder investiere ganz viel Zeit oder riskiere meine Ehe, weil ich sage, ich muss das jetzt machen, ich muss jetzt 3 Wochen ins Ashram nach Indien, weil sonst ist alles vorbei. Wir gehen auch sehr viel Risiken ein, um diesen einen Kniff zu finden.
und frustrierend ist, ich bemerke, jetzt bin ich noch immer nicht da. Oder ich habe ihn einmal berührt, aber jetzt bin ich wieder in meinem Alltag und alles ist beim Alten. Und das bringt Menschen in die absolute Frustration, in Depression, in wirkliche Gefühle von Wertlosigkeit, von ich schaff's nicht, ich kann's nicht. Wer von euch kennt das? Das ist gang und gäbe, ja? Und wenn wir, oder wenn ich euch heute ein Hauptding mitgeben möchte, ist es, dass du sagst, ja. Ja, Leben, ich nehme dich mit allem, was du bringst. Und du bringst mir manchmal einen Wunschbaum, der hier steht, und ein Selbst, das hier steht. Und ein riesengroßes Fragezeichen in der Mitte. Das ist Teil des Lebens. Aber was du mir auch bringst, ist, dass es unglaublich viele Wege dorthin gibt. Du hast einen ganz anderen Weg als du. Der eine kommt von Osten, vom Norden, vom Süden. Der dritte sagt Hallo zu euch allen, bevor er da mal hingeht. Es gibt unzählig viele Wege, Pfade, Strategien, um hier anzukommen. Und wenn wir das akzeptieren können, ist um einiges leichter. Kann man sich das vorstellen? Und wisst du was? Du wirst dich nicht mehr an einen letzten Strohhalm glauben und sagen, und wenn das jetzt nicht hilft. Ich habe ja eine Psychotherapiepraxis daheim. Da rufen mich Menschen an und sagen, ich war schon überall. Und sie sind meine allerletzte Hoffnung und Chance. Dann sage ich, ganz schlecht. Ganz, ganz schlecht. Kann ich nicht erfüllen. Ich würde so gern diesen Wunsch erfüllen, jetzt die allerletzte Rettung zu sein, geht nicht. Jetzt ist die Frage, was ist es denn? Was ist es? Für jeden anders. Es ist für jeden was anderes. Und es gibt da draußen so unglaublich viele Angebote, ja? Und der eine sagt, Mensch, bitte mach unbedingt einmal eine Traumatherapie. Oder geh in den Wald schreien. Oder geh zu Schamanen in die Schwitzhütte. Oder geh ins Ashram nach Indien. Oder geh zu einem Tony Robbins oder geh zu Feminist oder geh zur Pomme, wo auch immer hin. Jeder hat was anderes. Der eine sagt, Yoga ist der Wahnsinn. Ja, da machst du in der Früh deinen Löwen und plötzlich... Ja! Und die Dritten sagen vegan. Ja. Ernähr dich vegan. Es ist der absolute Booster. Wenn du endlich mal diesen Konsum an Fleisch und Laktose und was der Geier was weglässt, ja, dann wirst du natürlich erleuchtet sein. Und dann stehst du in diesem Wirrwarr an, nimm das und sagst, Scheiße, wenn ich jetzt das nehme, dann verpasse ich ja das. Ja, oder soll ich vielleicht vegan essen, dabei den Löwen machen und mich auf ein Seminar stellen? Das wäre doch auch ganz was Nettes. Und dann probieren wir unglaublich viel aus. Und eine Wahrheit ist, vor 200 Jahren haben unsere Ahnen im ganzen Leben erlebt, was wir an einem Tag erleben. Aber wisst ihr was? Unser Gehirn ist nur immer gleich wie vor 200 Jahren. Ganze Biochemie. Die Evolution ist nicht so schnell, wie wir glauben. Wir glauben, wir können schneller sein als sie. Das heißt, unser Gehirn ist völlig überfordert. Und man hat das Gefühl, nie das Richtige tun zu können. Und man hat das Gefühl, alles zu verpassen, weil es eine Vielfalt an Wahlmöglichkeiten gibt. Und wir denken... Entscheide ich mich jetzt richtig oder falsch? Und dann sind wir wie gelähmt, weil wir totale Angst haben zu versagen. Haben wir ja in der Schule gelernt, Fehler zu machen, uns falsch zu entscheiden. Dann sehen wir andere, die nach einem Seminar rausgehen und plötzlich posten, es hat sich alles verändert. Alles ist anders.
Und du denkst dir, Scheiße, ich muss irgendwas falsch gemacht haben. Bei denen läuft es bei mir nicht. Was ist los? Ich habe eins gelernt. Diejenigen, die besonders gesegnet sind, die das Universum auf eine sehr einzigartige Weise liebt, ja, wenn man ein mehr oder weniger gibt's nicht, aber auf eine sehr spannende Weise, die werden immer an dem Stuhl sitzen und sagen, habe ich jetzt irgendwas falsch gemacht? Ist da jetzt ein Zug an mir vorübergefahren? Bei den anderen läuft es total wie geschmiert und mir wirft das Leben immer Brocken hin. Und diese Menschen haben, wenn sie begreifen, dass diese Brocken kommen, weil sie Dünger sind, weil sie dafür sorgen, dass du zu einem Menschen wirst, der tatsächlich ein Pionier ist, der in der Lage ist, voranzugehen, visionär zu sein. Und du machst, bist ein Alchemist des Lebens und machst aus dieser verdammten Scheiße richtiges Gold, weil du es verwerten kannst, anstatt es zu bewerten oder zu verurteilen. Das sind die Menschen, die ich am spannendsten finde. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Also ich folge und mich faszinieren Menschen, die sagen, ich bin da unten gewesen, ja, und ich bin wie ein Phönix aus der Asche rausgestiegen und ich habe mein Herz am rechten Fleck, ja, und ich möchte das, was ich gelernt habe, da unten jetzt teilen, damit du nicht auch hier landen musst. Und wenn du hier landest, dann bin ich da. Dann bist nicht allein. Und diejenigen, die mit einer Maske durchs Leben laufen müssen und sagen, bei mir ist alles super, alles easy, hast du schon wieder ein Problem, bei mir ist alles toll. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ja? Mich zieht das nicht an. Da sage ich nicht, ja genau, du hast jetzt heute schon deinen dritten Post gemacht wie mit 15 Millionen Umsatz und bei dir läuft so richtig rund auf allen Ebenen, das ist geil. Dich finde ich toll. Was will ich damit sagen? Lasst euch niemals entmutigen durchs Leben. Weil euch das Leben, wenn es euch etwas hinwirft, was unfassbar schwer und grauslich ausschaut, in Wahrheit einen unglaublichen Schatz drinnen behält, in sich trägt. Und unser Job ist, auf unsere eigene Weise herauszufinden, was mache ich jetzt mit diesem Edelstein da drinnen? Wir fragen uns so oft, was mache ich mit dem Schutt drumherum? Aber das Faszinierende ist doch der Edelstein da drinnen. Den gibt's nämlich auch. Michelangelo hat gesagt, als er gefragt wurde, wie hat er diesen David aus so einem Marmorblock rausgehaut, hat er gesagt, na, ich habe ihm einfach nur weggenommen, was ihn verborgen hat. Ich nehme das weg, was meinen Schatz in mir verbirgt. Und das sind unfassbar viele Glaubenssätze, das ist die Unfähigkeit, eine andere Perspektive einzunehmen, weil wir so sehr verharren darin, zu meinen, ich bin so. Ich bin nicht in der Lage, eine Beziehung zu führen. Ich bin eine Frau, ich kann nicht wirklich erfolgreich sein. Erfolg ist etwas, was die Liebenswürdigkeit zerstört. Ich bin nicht in der Lage, einen richtig guten Mann in mein Leben zu bringen. Ich bin eine schlechte Mutter, ich bin eine schlechte Tochter. Ich bin eine Totalversagerin. Diese ganzen Geschichten in uns müssen wir bereit sein zu entfernen, damit wir herankommen an diesen Schatz, der in uns ist, an diesen einen David. Und dann sagt man, na ja, das ist leichter gesagt als getan. Das stimmt. Das stimmt. Also ich würde euch so gern wieder mal sagen, ich habe die eine Methode entwickelt, mit der du in nur einer halben Stunde
alles aus dir rauslöscht, was dich blockiert. Kann ich leider nicht. Vielleicht, wenn ich 80 bin, aber das glaube ich auch nicht. Ich habe etwas tatsächlich entwickelt. Das nennt sich The Process. Es ist ein Prozess. Eine Form, die du ein Leben lang anwenden kannst. Ich persönlich jeden Tag, weil ich gelernt habe, das Leben ist ein Prozess. Ich muss mich, wie ich mich jeden Tag duschen muss, damit ich gut rieche, oder die Zähne putzen muss, damit es sauber und weiß und nicht stinken, muss ich mich jeden Tag selbst bereisen gehen. Ich oute mich. Es hilft nicht, wenn ich es einmal mache und dann nicht mehr wieder. Da fängt man zum Stinken an. Und zwar gewaltig. Da oben und da drinnen. Man wird so unleidig. Und so grießcremig. Und man ist nicht mehr in der Lage, die Perspektive zu wechseln.